Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Folge Looking for Heals. Wir schauen uns das einfach mal an. Es ist so eine Art MMO-Roguelite, wo man einen Healer spielt. Genau, es ist so eine Art Roguelite. Wir spielen allerdings einen Heiler und müssen eine Gruppe zusammenstellen, die für uns dann kämpft und die müssen wir dann halt heilen. Hier, wir haben eine Heilfähigkeit. Bing, wing, wing. Allerdings lebt noch nichts. Da siehst du, der Phil ist tot, den heilen wir jetzt. Und jetzt ist der Phil nämlich wieder am Leben und ist jetzt in unserer Gruppe mit drin. Ich kann nicht glauben, dass du mich hier gefunden hast. Ich verdanke dir mein Leben. Jetzt, wo du um mich herum bist, werde ich sie alle töten. Denn ich kann jetzt nicht mehr sterben. Lass es uns tun. Okay, lass es uns tun, Phil. Ja, also es soll so ein bisschen sein wie die klassischen MMOs, also WoW und so. Naja, mit WoW kann man es wahrscheinlich nicht vergleichen. Kann ich ja auch was mit dem Teil da machen? Aber ja, es ist halt so eine normale Gruppe, wie man sie so kennt. Trigger. Ich drücke den Trigger. Ja, mach alles kaputt, Phil. Oh, Phil, du bist der Allergeilste. Ich liebe dich, Phil. Mach das Ding da kaputt. Keiner mag Bücher. Sehr gut, Phil. Du bist der Allerbeste. Und jetzt geh da durch. Los, mach Sachen. Phil. Muss. Oh, ah ja, ja. Mach hier alles kaputt. Left to recall. Okay, komm wieder zurück, Phil. Sehr gut. Ah, man ist also quasi so ein Overlord, nur als Heiler. Da, unser erster Endboss. Vernicht ihn, Phil. Kann ich ihn irgendwie heilen? Oh nein, Phil. Ja, Phil wird wahrscheinlich sterben, aber wir können ihn wiederbeleben und ihn dann wieder zu dem Dämon da schicken und der greift ihn dann an. Ja, witzig. Und wir sind halt hier die ganze Zeit dieser Heiler. Oh, Phil, jetzt hör doch mal auf zu sterben. Jetzt macht den Dämon gefälligst für uns kaputt. Okay, ist ganz witzig. Und wir befehlen quasi unsere Untertanen hier. Ja, du hast mich immer wieder belebt. Das muss auch scheiße sein für den Typen, er stirbt einfach immer wieder, hat ja die Qualen quasi vom Tod und wird dann immer wieder belebt, nur weil wir, also eigentlich sind wir der krasseste Dämon hier, quasi der Teufel. Wir lassen die Leute sterben, um sie dann wieder zu beleben und sie dann nochmal sterben zu lassen. Ah, ich sehe, ihr seid endlich hier runtergekommen. Kein schlechter Job. Ahahaha. Hier. Ich werde euch beitreten. Vielleicht. Nein, ihr kriegt eine Kiste. Das ist auch okay. Greife diese Kiste an, Phil. Noch einmal. Noch einmal. Dankeschön. Phil, du bist der Allergeilste. Oh, der sammelt sogar Sachen für mich ein. Und er greift alles automatisch an. Okay. Ja, ja, Phil, du bist ganz toller. I like you. Ja. Ist im letzten Jahr, im Juni, glaube ich, rausgekommen. Für 12,49 € gibt es das auf Steam. Und soweit ich das weiß, kann man hier auch noch andere Teammitglieder auf jeden Fall kriegen. Also wir bleiben nicht bei Phil, der ja nun ziemlich häufig stirbt. Ich brauche nochmal eine neue Fähigkeit, dass ich ihn auch wirklich heilen kann. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr viel Yuumi spiele, zum Beispiel bei League of Legends. Das heißt, ich bin tatsächlich auch eher der Supporter-Typ, der immer die Supporter-Klasse spielt. Oh nein, sterben ist so painful. Ah, und jetzt können wir auch heilen. Siehst du, das habe ich eben angesprochen. Und ja, also ich mag sowieso Supporter spielen. Das heißt, das ist ja das perfekte Spiel für mich. Jetzt kann ich endlich zeigen, was für ein toller Supporter ich bin. Denn in Wirklichkeit sind Supporter die wahren Carries. Denn ohne Support können die Carries gar nichts. Oh, sorry, warte, hier, warte, ich heile dich. Hier, Heilung. Und nochmal Heilung, und nochmal Heilung. Oh, warte, Phil, weich doch aus. Kann ich die ganze Zeit heilen? Anscheinend kostet das nichts, wenn ich heile. Okay, Phil, ich heile dich die ganze Zeit. Das hat auch kein, hat auch einfach kein Cooldown. Ja, cool. Also wir halten unseren Carry hier am Leben und dafür bringt er uns weiter. Und ich finde, Supporter sein ist sehr, sehr chillig. Naja, so chillig ist es jetzt auch nicht, aber man chillt die ganze Zeit im Hintergrund und heilt die ganze Zeit nur. Hallo, Bill. Bill, möchtest du... Du bist schon untot. Naja, okay. Willst du vielleicht auch in meine Gruppe kommen? Das ist schön. Ah doch, ein bisschen cool, dann haben wir auf unserer Heilung. Das wird natürlich stressig, umso mehr Leute man bekommt. Umso mehr Leute in der Gruppe sind. Aber umso stärker werden wir natürlich auch. So, Leute, dann stellt euch mal auf das Teil darauf. Sehr gut, Phil. Bill, kannst du dich auch darauf stellen? Sehr gut, ihr seid beide die Allerbesten. Okay, zweiter Boss. Oh, gleich beide Bosse auf einmal. Okay, greift beide an. Ich heile euch. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Und ja, so macht man dann hier die ganze Dungeon Raids. Und anscheinend gibt es hier aber auch nur... Ah, nee, es gibt nicht nur Bosse. Wir haben ja auch eben normale Gegner gesehen. Okay, ihr macht das schon, ne? Ich guck mich mal hier um. Mal gucken, was steht denn hier? White Shoulder to recall a single fighter. Okay, ein Fighter, komm mal bitte her. Nein, doch nicht. Vernichte der erste Dämon, danke. Bin gespannt, ob es hier noch ein bisschen taktische Tiefe ein bisschen geben wird. Oder ob man tatsächlich immer nur seine ganzen Leute hier hin und her schicken muss. Pharaoh, ja, macht alles kaputt. Aber zumindest seine Krieger sollte man noch irgendwie ausrüsten können, oder? Also dafür ist wahrscheinlich das Geld da. Dass man dann entweder seine Skills verbessern kann, oder aber seine Leute halt besser ausrüsten kann oder so. Ich finde ein bisschen schade, dass wir selber nicht angreifen können. Bei WoW ist das ja zum Beispiel so, dass da die Heiler auch einfach mit angreifen können. Klar, die machen nicht viel Schaden, aber sie können wenigstens mit angreifen, wenn sie denn wollen.
damit sie auch PvE ein bisschen was schaffen, aber wir sind hier anscheinend richtig nutzlos alleine. So wie Yumi halt bei League of Legends, also das passt schon. Ich bin Yumi, nur nicht ganz so süß. Ich glaube, wir sind ja noch relativ im Tutorial. Der gibt uns hier auf jeden Fall immer Kisten, dieser Dude, und da ist aber meistens nur Geld drin, ja. Naja, da haben wir noch den Sven. Hallo Sven. Aber bisher alles immer dieselben Leute, alles irgendwie so Krieger. Das ist ein bisschen lame. Wir brauchen vielleicht noch einen Armbogenschützen. Oh, Brock. Und die haben alle nur Schwerter. Was ist denn los bei denen? Wollen, hätten wir jetzt nicht eigentlich 5 Leute haben müssen? Wir sind eine Uhr. Es ist jetzt 3 Uhr. Okay, na, der war schlecht. Mach mir keine auf Uhr. Du gehst mir auf den Zeiger. Okay. Okay, jetzt sind wir eine Nietel-Kill-Squad. Und anscheinend kriegen wir jetzt eine neue Fähigkeit, und zwar einen Schild. Tja, und Phil meinte, er ist richtig krass, wenn er keinen Schaden bekommen hat. Deswegen kriegt er jetzt einfach mal ein Schild. Aber der hält nicht unendlich. Okay, Leute, stellt euch mal auf diese stellt euch mal auf diese Dinge rauf. Es ist auch so ein bisschen Rätselkram, das finde ich... Naja, so richtig Rätsel nicht, aber es ist schon interessant, oder nicht? So, hier, dann greift ihr mal an. 1, 2, 3, 4. Irgendjemand kriegt ein Schild, das ist ganz okay. Und dann macht den Dämon fertig. Oh, hä? Der ist ja richtig stark. Der hat ja einfach meinen Brock getötet. Wie ging das denn? Das ist ja wohl nicht wahr. Ist ja wohl nicht wahr, dass er den einfach getötet hat. Später muss man garantiert auch... Guck mal, wenn ich jetzt meine Leute alle zurückschicke... Haha, ich habe das ganz schön schlau gemacht. Der ist nämlich gerade in die Luft gehüpft, der Gegner. Und deswegen hätte der wahrscheinlich alle getroffen. Jetzt, Leute, alle zurückkommen. Nein, alle zurück. So, sehr gut. Okay, so ist es doch ein bisschen mit Taktik. Oh, das ist ganz schön doof hier mit dem Heilen und so. Okay, jetzt greift ihr wieder alle an. Einer kriegt noch ein Schild, so. Kann ich denn sehen, wen er angreift? Nicht so richtig, ne? Ich bleib mal ein bisschen auf Distanz. Er greift ja anscheinend nicht so häufig an. Ja, sehr gut, Leute, ihr seid die Allerbesten, ja. Okay, das ist aber schon ein krasserer Bossfight. Also da musste man seine Leute auch zurückschicken, sonst wären sie halt alle instant tot gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn alle 4 tot sind, dass man dann verliert. Oh nein, Leute, kommt alle wieder zurück. Greift wieder den anderen an. Weil der macht gerade keine komische Attacke. Geil. Und jetzt greift alle den anderen Dämon an. Nein, Leute, kommt alle wieder zurück. Okay, das ist aber schon wieder ganz witzig. Dass man nicht die ganze Zeit nur draufkloppt. Kennt ihr eigentlich Overlord, Leute? Ach komm, man sieht auch, wen die angreifen. Und er sagt mir jetzt auch, oh nein, was ich machen soll. Ach, jetzt sehe ich das erst. Da stand auch eben, dass ich LB drücken soll, damit die alle wieder zurückkommen. Ja, witzig. Ich bin der Heiler. Keiner stirbt während... Oh nein. Während meiner Schicht stirbt hier keiner. Während Dizzy am Heilen ist. Doch, ist aber wirklich ganz witzig. So, warte, der da hinten braucht ein Schild. Kriegst du. Haha, jetzt ist er nämlich nicht tot. Ich bin der beste Heiler aller Zeiten. Ich guck nur zu. Ach Mann, ich mag das, AFK zu sein und ab und zu mal zu heilen. Das ist mein Job und dann lasse ich mich carryen. Es ist ein bisschen schade, dass das immer dieselben Gegner sind. Leute, kommt alle wieder zurück. Warte, kriegt er trotzdem? Ja, okay, egal. Greift mal lieber die anderen Leute hier an. Ich weiß zwar nicht, wie die heißen, aber... Greift die einfach mal an. Warlocks oder was? Leute, kommt alle wieder zurück. Greift lieber die an, die hier auf Fernkampf angreifen. Denn Magier machen immer den meisten Schaden. Das weiß man doch. Das weiß man doch. Ja, da muss man anscheinend sehr viel warten. Und Leute, wie findet ihr das Spiel? Also ich mag ja allgemein solche Spiele in Pixelgrafik. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut. MMOs bin ich jetzt nicht so der Fan, muss ich sagen. Oh, wir müssen dir da ein Schild geben. Nicht so der Fan von, weil die mir immer zu lange dauern und man quasi immer nur raufkloppt. Also gerade bei so Final Fantasies oder sowas, die finde ich irgendwie super langweilig. Ist der Dennis des Final Fantasy Tactics. Oh, da greift die komische Truhe an. In eurer 2D-Optik hier. Alle aus Papier. Achso, wenn ihr euch fragt, wie es mir geht, ich bin aber noch ein bisschen minimal krank, aber ich glaube, es geht jetzt, dass ich wieder täglich aufnehmen kann. Heißt, es geht jetzt wieder ganz normal mit Videos anscheinend weiter. Ihr merkt ja auch, ich muss gar nicht husten und so. Ab und zu muss ich noch husten, aber nicht so. Also ich kann es unterdrücken. Ich glaube, im Video werde ich nicht husten müssen. So, bist du der Final Boss? Der hat mich eben schon die ganze Zeit genervt. Haha! Hat er gerade gepupst? Alles klar. Okay, anscheinend müssen wir jetzt gegen ihn kämpfen, oder was? Und unsere komische Elfe. Das ist nicht fair! Echt mal, du kannst das nicht machen! Aha, doch kann ich! Ich habe keine Ahnung, was er sagt. So, ich habe keine Lust auf Englisch hier rum zu reden. Ich habe auch Loot genommen! Ahaha. Das macht nicht mal Sinn! Ist bestimmt eine ganz tolle Story. Wenn euch die Story kehrt, dann könnt ihr ja mal anhalten. Aber ich werde die jetzt nicht angucken. Es wär eigentlich voll egal. Ihr seid gefeuert! Oh nein! Nein! Ich wurde gefeuert! Das ist wirklich nicht fair. Nur ich wurde gefeuert. Oh, warte, was? Wieso bin ich denn jetzt so komisch auf dem Boden? Momentchen mal. Kann ich jetzt nicht mehr heilen? Was passiert hier? Ist das der Teufel höchstpersönlich?
Oh, ist er tatsächlich, gell? Der Gildenpräsident! Okay, macht ihn fertig, Leute. Das geht gar nicht, dass der Gildenpräsident uns hier so doof anmacht. Hallo, wie auch einfach alle haut. Sollen das? Oh nein, Leute, kommt alle schnell zurück. Er macht irgendeine Superattacke. Oder auch nicht. Er ist einfach nur verschwunden. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leute, alle zurück. Alle Rückzug. Wir machen die Uhr-Attack. Uhr-Attack. Die Uhr-Attack ist die beste Attack. Okay, Uhr-Attack in die andere Richtung. Nein, Sven, Phil. Okay, macht den alle fertig. Der Gildenpräsident kann doch nichts. Hier, du kriegst ein Schild. Okay, einer kommt zurück. Sven, komm zurück. Nein, Sven. Oh, Sven, du bist so ein Vollidiot. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, einzelne Leute zurückzurufen. Ich muss auch mal gucken, ob das überhaupt geht. Also wenn ich einfach spamme, dann kommen halt alle zurück. Aber ich müsste noch mal irgendwie prüfen, ob man auch nur eine Person zurückschicken kann. Die Musik ist auf jeden Fall geil. Die ist so schön Metal-mäßig. So ein bisschen wie bei Devil May Cry. Die haben auch mal richtig gute Musik. Oh mein Gott, dieser Bossfight, der ist so intens. Oh nein, Leute, alle zurück. Er macht wieder irgendeine... Oh nee, aber er hat... Wow, oh, okay, er hat eine zweite Phase. OMG, was sollen wir da nur machen? Oh, aber er ist nett. Guck mal, er macht hier die ganzen Regale kaputt. Da kriegen wir Geld dadurch. Mega gut. Guck mal, er ist voll nett. Yeah, prepare for death. Oh mein Gott, er tötet die ja wirklich. Nein, greift alle an. Ich heile euch. Ich komme noch nicht so richtig klar mit meinen Skills. Aber es sind das nur 3 Stück. Also noch weniger als bei League of Legends. Aber ich komme trotzdem gerade nicht drauf klar. Okay, wieder die Uhrtechnik und dann können wir wieder töten. Ist doch alles easy. Irgendjemand kriegt ein Schild. Was macht der? Irgendwas mit Schild. Oh mein Gott. Alle am Leben? Nein, Bill ist gestorben. Ach Mann, Bill. Lass das doch. Was war das? Er ist ein Monster, hat er sich verwandelt. Das kann ja wohl nicht sein. Aber Heiler, was ist mit dir los? Heiler! Was ist mit mir? Was ist mit mir? Ah, fuck this. Ich mach meine eigene Gilde. Wie schwer kann das schon sein? Lol, der sieht aus wie Braum. Oder andere Leute, die warte. Irgendwo erkennt er den, egal. Herzlichen Glückwunsch, du hast deine eigene neue Gilde gegründet. Ja, ich bin der Barkeeper. Ja, cool, also jetzt können wir unsere eigene Gilde hier gründen und unsere eigenen Leute anscheinend auch ausrüsten. Hier, der Erik, der hat 23 Leben. Der kann distracten, also er ist quasi eine Aufhaltepuppe und dann gehen die Leute auf ihn statt auf andere. Und er hat soziale... Nee, seine Weakness sind soziale Funktionen. Er ist also nicht sehr sozial. Haha. Marksman, ja guck, es gibt nämlich doch verschiedene Klassen. Er macht mehr Schaden, je länger er attackiert. Das klingt sehr gut. Und wir haben sowieso ganz viel Geld. Achso, wie viel will er denn haben? Okay, du kommst in meine Gruppe. Und du kommst in meine Gruppe. Und du kommst in meine Gruppe. Geht nicht. Doch geht. Müssen wir die erst überreden, oder was? So, da haben wir unsere Gruppe. Leute, fresst euch voll. Wir gehen gleich auf eine krasse Mission, da müsst ihr gestärkt sein. The Wasted. Oh, okay, hier, das sieht ja komisch aus hier. Lol. Ja, greift alles an. Warte, was? Greift das Ding. Oh, das ist ja cool. Dann ist es ja auch so ein bisschen rollenspielmäßig. Also, dass man jeden einzelnen Typen anwählt und denen dann Befehle geben kann. Okay, also ich kann die Zeit anhalten und dann sagen, wo die alle hingehen sollen, wenn es dann mal ein bisschen stressiger wird. Und dann greifen die das alles an, wie man es will. Das ist ja mega cool. Das finde ich mega gut. Okay, hier, greift alle die Vultures an. Scheißegal. Wir brauchen diese Taktik-Gedöns nicht. Einfach immer rauf auf die Gegner und alles killen. Haben die viele Leben, ne? Aber ich muss sagen, also vom Stil her finde ich das ganz cool. Ich finde ein bisschen komisch, dass die... Oh, dass wir hier so einen Weichfilter an den Seiten haben. Aber anscheinend ist das ganz in. So, und es soll ja auch irgendwie ein Roguelite sein. Das heißt, die Level hier werden random generiert sein. Okay, ich hoffe, da kommen keine Gegner raus aus diesen Dingern, die er da gerade geschleudert hat. Leute, kennt ihr diese Sendung, wo so Roboter gegeneinander kämpfen? Wo so Leute Mini-Roboter bauen und die dann gegeneinander kämpfen? Hier ist so ein Feuerteil. Wenn da jetzt einer raufschießt, dann kommt da Feuer raus und das erinnert mich irgendwie mega daran. So, wäre ja ganz witzig, wenn man jetzt hier noch irgendwie Items finden könnte, dass man seine Leute auch ausrüsten kann. Sowas gab es ja auch bei Overlord, also wenn ihr das Spiel überhaupt kennt, da hat man so kleine Gnome gesteuert und hat damit alles Mögliche immer kaputt gemacht und die haben dann Keile und sowas gefunden und die konnten sie dann aufheben und dann haben dann damit gekämpft. Das war aber richtig witzig. Die machen sogar Musik! Guck mal, die singen. Keine Tode! Wir sind die Allerbesten! Wir sind das beste Team aller Zeiten! Mama needs her medicine! Oh, einer ist tot. Aber ich kann den schon wiederbeleben, oder? Oh mein Gott, die sterben ja alle! Nee, warte, was? Warum? Was ist... Was heißt das? Warum haben wir da jetzt so eine Todesanzeige? Okay.
Okay, also wir sind vielleicht doch nicht endlos lebendig. Was war das denn? Auf jeden Fall singen unsere Leute mit, das finde ich sehr sympathisch. What's that? Ah, nächstes Level. Ah ja, so, so geht das dann hier immer weiter. Okay, nee, wo sind wir denn jetzt? Wir sind immer noch hier. Wir sind nur woanders hin teleportet worden. Okay, das ist ein bisschen verwirrend, aber auch interessant. Man ist dann quasi mehr der Kommandant als aktiver Krieger. Oh, der sieht krass aus. Leute, oh mein Gott, Leute, alle weg. Der macht irgendeine krasse Attacke. Okay, sehr gut, Leute, ihr seid die Allerbesten. Jetzt könnt ihr wieder angreifen. Achtung, Leute. Leute, ihr beiden, kommt da wieder zurück, denn da sind fiese, fiese Gegner. Okay. I have no idea what I'm doing. Ich muss sagen, doch, es ist wirklich ganz witzig. So, Leroy! Ruft er da erstmal. Okay, also ein paar Memes. Für ein paar Memes ist ja anscheinend auch gesorgt. Das erinnert mich ein bisschen an Crypt of the Necromancer. Auch so, wie die hier alle rufen. Und es gibt anscheinend auch Items. Fire Boots. Leave the Trail of Fire behind you. Nice. Achso, wir haben das jetzt auf den Marksman raufgepackt, oder was? Scheinbar. Ah, wir können die also doch ausrüsten. Hier, Leute. Hier sehen wir, wie viele Leben die haben, was für ein Speed die haben. Und wir können die sogar aufleveln. Das ist ja geil. Jetzt haben wir einen Level 5 Charlie, ist jetzt ein Level 5 Marksman mit Fire Boots. Das heißt, wenn er hier rumläuft, dann macht er jetzt so ein geiles Feuer hinter sich. Ja, das ist ja mega gut. Create a delightful explosion of gold after each combat room. Finde ich auch gut. So, da wird es... Was? Wieso sind da zwei Herzen? Ah, durch Level Up kriegen wir Herzen. Und die können wir jetzt hier reinpacken überall. Also quasi in die Medaille können wir die reinpacken. Dann ist die Medaille besser. Kriegen wir also mehr Gold. Ich glaube, das ist ganz gut. Oder wir können das hier in Speed reintun oder in die HP und sonst was. Ah ja, das ist ja sehr cool. Das ist wirklich sehr cool. So, wir sind richtig overpowerten. Charlie ist jetzt richtig overpowered. Und nach jedem Raum, den wir jetzt clearen... Oh, kommt alle zurück, Leute. Nicht, dass ihr da gehütet werdet. Ich passe auf euch auf, Leute. Ich passe auf euch auf. Alles cool. Wir kriegen jetzt nach jedem Raum halt... Oh Gott, Leute. Alle zurück. Einmal kurz chillen und dann... Oh, wieder angreifen. Nach jedem Raum kriegen wir ganz viel Geld. War das jetzt schon das Geld? Nee, ne? Das war jetzt so das Geld, weil wir den Boss getötet haben, glaube ich. Oh mein Gott, eine Giftwolke. Kein Problem. Ich heil gegen, Leute. Was? Oh, hier, das ist so eine Art Boss-Rush, oder was? Nein, da ist jemand gestorben. Oh Gott, wieso sind hier so viele Gegner? Leute, ihr müsst alle angreifen. Lebt Charlie noch? Ja, Charlie lebt noch. Solange Charlie lebt, ist alles gut. Okay, das wird jetzt ja doch ein bisschen stressig. Und anscheinend, wenn zu viele Leute sterben... Da ist schon wieder jemand gestorben, ich fasse es nicht. Dann hat man auch verloren. Deswegen leuchtet das Ding da unten jetzt auch schon so krass. Ich glaube, wenn noch einer oder zwei sterben, dann haben wir verloren. Okay, also man muss ja doch ein bisschen mehr aufpassen als gedacht. Oh, am liebsten hätte ich nur Fernkämpfer, to be honest. Da muss ich die nicht immer alle zurückschicken. Oh Gott, Leute, komm zurück und wieder angreifen. Das ist die Dizzy-Taktik. Immer Rückzug und wieder angreifen. Immer die Leute einfach nur ganz viel nerven. Aber ich habe ein bisschen Angst vor diesem König da gerade, muss ich sagen. Oh nein, Erik, nicht sterben. Erik, Karim, nicht sterben. Erik, auf jeden Fall auch nicht sterben. Leute, Alter, wieso sind die so krass? Yo, ich komme gar nicht hinterher mit dem Heilen. Leute, nein, Leute, kommt alles zurück. Oh Gott, das ist jetzt wirklich ein bisschen stressig. Ah, wieso sind das auch so viele? Und wieso machen die ganze Zeit diese krassen Attacken? Okay, nein, Leute. Ich kann nicht die ganze Zeit heilen und die ganze Zeit wieder zurückschicken und so. Leute, das ist ja voll anstrengend hier. Was macht ihr mit mir? Können die mal sterben? So. Wir sind der Allerbeste. Okay. So, Bone King. Du wirst jetzt sterben. Kannst du gar nichts. Ich heile alle. Oh mein Gott, nicht Charlie. Alter, er greift Charlie an. Habt ihr es gesehen? Unfassbar sowas. Unfassbar dieser Typ. Nein, jetzt lass doch mal meine Leute in Ruhe. Hilfe, nein. Joyce. Oh mein Gott. Ist das anstrengend. Ah, aber es macht tatsächlich Spaß. Jetzt töte die, das wird der letzte Boss sein und dann haben wir bestimmt dieses Spiel gewonnen. Dann haben wir das Spiel einfach durchgespielt. Oh, okay, Bomben, Leute, Bomben, Achtung, Bomben. Nein. Oh, ich glaub, nächster Tod, dann haben wir verloren, leider. Charlie, nein, Charlie. Jetzt töte die doch. Und du, greif an.
komischer Karim. Wieso tust du so, als wenn du nichts zu tun hättest? Ah, oh, okay. Time Bonus! Na, welche? Rang D nur? GG. Halt richtig schlecht gespielt anscheinend. Mach das Ding kaputt. Ja, gewonnen. Ah ja, und wenn man den Boss besiegt, dann kriegt man hier anscheinend irgendwie diese Dinger wieder. Und dann dürfen wir jetzt noch mehr heilen, wie es aussieht. Jetzt ist nämlich unsere Todesanzeige wieder nach unten gegangen. Okay. Das war's leider nicht. Okay. Ich möchte aber ehrlich gesagt keine Runde spielen. Das kann ja ewig dauern. Deswegen für das kleine Angespielt, ihr habt zumindest gesehen, was man so in diesem Spiel machen kann, soll das erstmal lang von Looking for Heals. I've been looking for healers. I've been looking so long. Jetzt bin ich am Anfang nicht drauf gekommen. Verdammt. Ja, und hier gibt's anscheinend auch mehrere Ebenen und so. Aber ich möchte das jetzt gerade nicht machen. Von daher können wir mal sagen, wie ihr das Spiel findet. Für ein kleines Angespielt soll das aber erstmal lang. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Okay, kleiner Nachtrag. Ich bin eben aus dem Spiel rausgegangen und jetzt sind hier in der Gilde tatsächlich viel mehr Leute, die man anheuern kann. Also hier gibt es zum Beispiel... Kann man die anheuern oder ist die nur für den Shop zuständig? Die ist nur für den Shop zuständig, okay. Ja, es gibt hier neue Leute. Es gibt also nicht nur den Krieger und den Armbrustschützen, sondern es gibt hier auch... einen Assassin zum Beispiel oder ein Beastmaster, der hat dann noch so ein Hund-Bär-mäßiges Ding dabei. Wir haben ja noch einen Brutalizer, keine Ahnung, sieht auch wie ein Assassine aus irgendwie. Ein Pyroman hatten wir ja noch, ein Defender, ein Berserker und ein Ice Wizard. Und die kann man halt alle mit diesen blauen Steinen freischalten. Also es gibt noch einige mehrere Krieger und die kann man dann wahrscheinlich auch anpassen, je nachdem, wie man vom Spielstil her so spielt. Ich glaube, der hier ist ganz cool, der Beastmaster. Den holen wir jetzt einfach mal. Pet, uses an animal in combat to threaten enemies and increase damage. Sehr gut. Auch meine Lieblingsklasse in ganz vielen MMORPGs, muss ich sagen. So, ja, cool. Und dann kann man die halt so ausrüsten. Und dann wird es hier noch verschiedene Angriffe tatsächlich geben. Healing Machine Gun, das ist wahrscheinlich eine Attacke, mit der man auch angreifen kann und heilen kann. Das kann ich mir vorstellen. Das gibt es auch in MMORPGs sehr viel. Bin ich ein bisschen schade, dass da nicht beisteht, was genau die machen. Und was hast du noch? Support Items. Ah, und die sind dann in den Stores im Dungeon drin. Ja, auch ganz cool. Ein Angry Ghost, das klingt sehr gut. Holen wir uns den Angry Ghost. Also man schaltet die anscheinend nicht in-game frei, sondern muss sie eben außerhalb freischalten. Okay, die kosten dann anscheinend auch alle diese anderen Teile da, diese... Kristalle. Also alles kostet hier diese blauen Kristalle. Cool, und so kann man sich dann ausrüsten. Oh, ja, also schönes Spiel, aber jetzt wirklich, wenn euch gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.